In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Normalisierung aus dem Bereich der Datenbanken. Die Normalisierung ist notwendig, damit Anomalien in relationalen Datenbanken vermieden werden können. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht bzw. habe bereits aufgezeigt, was Anomalien sind und zu welchen Problemen sie führen. Das Video verlinke ich nochmal unten. Immer wieder führt dieses Thema zu Problemen bzw. zu Schwierigkeiten. Dabei reicht es aber einfach aus, dass man sich die Regeln einprägt und einfach nur anwendet. Diese Regeln werde ich euch gleich Schritt für Schritt einmal erläutern und dazu sei gesagt, dass die Normalisierung ein Datenbankdesign ist und den Sinn hat, Anomalien und Redundanzen zu verhindern. Wir starten dazu mit der nullten Normalform und zu diesem Zweck gucken wir uns die Datenbank der Computerfirma HyperEDV an, die zwar eine Datenbank haben, die allerdings noch unnormalisiert ist. Bei einer Datenbank in der nullten Normalform befinden sich alle Daten unnormalisiert in einer einzigen Tabelle. Genau das ist hier der Fall. Unsere Datenbank besteht aus einer einzigen Tabelle mit Bestellnummer, Name, Geburtsdatum etc. Und ihr seht direkt, das sieht nicht besonders gut aus und sollte auch nicht so bleiben, weshalb wir die Tabelle nun gleich einmal in die erste Normalform überführen. Ich hatte bereits gesagt, es gibt immer recht starre Regeln bei der Normalisierung, die wir einhalten müssen. Und das gleiche gilt auch hier. Die Regel, um Tabellen in die erste Normalform zu überführen, lautet, alle Attributwerte müssen atomar sein. Unter einem Attribut selber verstehen wir eine Spalte wie Bestellnummer oder einen Namen. Und unter atomar verstehen wir, dass wir diese Attribute nicht weiter aufgliedern können. Das ist hier im Moment noch nicht der Fall, weil unsere Tabelle befindet sich ja noch in der nullten Normalform und wir schauen uns jetzt beispielsweise mal den Namen an. Unsere Kunden haben einen Vor- und einen Nachnamen und das bedeutet, wir müssen diese Spalten noch so weit aufgliedern, wie es nur möglich ist. Wir machen aus der einen Spalte Name zwei neue Spalten, und zwar Vorname und Nachname. Denn nur so können wir am Ende nach Nachnamen sortieren und uns alle Kunden anzeigen lassen, die mit einem S im Nachnamen beginnen. Denn unser Computer wüsste, wenn Ludger Sievert in einer Zelle steht, ja nicht, wie soll er das Ganze aufteilen, wo beginnt hier der Nachname, beziehungsweise was ist der Vor- oder was ist der Nachname. Gleiches gilt noch für die Adresse. Auch die Adresse müssten wir noch in die Attribute Straße, Ort oder Postleitzahl aufteilen, denn auch hier wüsste der Computer nicht, wie kann man hier unterscheiden zwischen Straße, Ort und Postleitzahl. Wenn wir uns beispielsweise alle Kunden aus Münster anzeigen lassen und die stehen in einem Feld, dann ist das nicht besonders günstig. Bedeutet, wir müssen alles so aufteilen, dass alles in einer einzigen Spalte atomar aufgeteilt ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch mal und schauen uns das Ergebnis einmal an. Und ja, die Aufmerksamen unter euch werden jetzt bemerken, die Hausnummer könnte man doch auch noch aufteilen. Natürlich könnte man das und das wäre laut Regel auch absolut richtig. Aber wir wollen weder nach der Hausnummer sortieren, noch irgendwas mit der Hausnummer großartig machen. Deswegen bringt uns das jetzt keinen großen Vorteil. Hier gilt es natürlich immer abzuwägen, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Aber wenn wir die Regeln natürlich so anwenden würden, dann müssten wir die Hausnummer natürlich auch in eine eigene Spalte überführen. Soweit klar, die Regel ist relativ einfach anzuwenden. Und wir haben, wenn wir es nicht ganz streng genommen sehen, eine Tabelle in der ersten Normalform vorliegen. Jetzt machen wir weiter mit der zweiten Normalform und dazu schauen wir uns wie gewohnt erstmal die Definition an, welche wir zur zweiten Normalform benötigen. Die Regel lautet folgendermaßen. Eine Tabelle befindet sich in der zweiten Normalform, wenn sie sich in der ersten Normalform befindet und jedes Nicht-Schlüsselattribut von jedem Schlüsselkandidaten voll funktional abhängig ist. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist, denn so kompliziert ist es gar nicht. Und das werden wir jetzt gleich auch merken. Als erste Information ist wichtig, dass jede Normalform die vorherige Normalform voraussetzt, wie auch bei der zweiten. Bedeutet, wenn wir eine Tabelle in der zweiten Normalform haben möchten oder überführen wollen, muss sich die Tabelle erstmal in der ersten Normalform befinden und erst dann können wir sie in die zweite Normalform bringen. Diese Regel gilt auch für die dritte Normalform, bedeutet, dort muss die Tabelle erstmal in der zweiten Normalform vorhanden sein. Jetzt schauen wir mal weiter, denn für die zweite Normalform machen wir einen kleinen Exkurs. In relationalen Datenbanken arbeiten wir mit Primärschlüsseln. Ein Schlüssel dient in einer relationalen Datenbank dazu, dass ein Datensatz zweifelsfrei identifiziert werden kann und dieser Wert darf daher auch nur einmal vorkommen. Unsere Primärschlüssel erkennen wir daran, dass die Spalten oben wie bei Kundennummer und Bestellnummer unterstrichen sind.
Dafür werden eine oder vielleicht auch mehrere Spalten definiert, die diese Aufgabe übernehmen. Für eine Bestellung beispielsweise können wir uns die Bestellnummer dafür gut vorstellen. Jede Bestellung hat eine Nummer und die ist einzigartig. Die gibt es auch nicht mehrfach, da gibt es nichts dran zu rütteln. Gleiches gilt für den Kunden und für alle Artikel. Auch hier ist die Kundennummer bzw. die Artikelnummer einzigartig. Jeder Kunde hat eine eigene Nummer und jeder Artikel hat eine eigene Nummer. Und jetzt widmen wir uns einmal der Geschichte mit den vollfunktionalen Abhängigkeiten. Wir erhalten jetzt insgesamt 4 Tabellen, wie ihr seht, die aus dieser einen Tabelle am Anfang entstanden sind. Dies sind einmal Bestellung, Kunde, Artikel und Bestellung, Artikel. Wir schauen uns jetzt Schritt für Schritt an, warum diese Tabellen so in dieser Form entstanden sind und wie wir damit umgehen. Jede dieser Tabellen hat in einer relationalen Datenbank einen Primärschlüssel und Nichtschlüsselattribute, die in der zweiten Normalform voll funktional vom Primärschlüssel abhängig sind. Schauen uns das beispielsweise beim Kunden an, da ist der Vorname voll funktional abhängig zur Kunden-ID. Noch besser sehen wir das in der Tabelle Bestellung Artikel. Hier nutzen wir einen zusammengesetzten Primärschlüssel aus Bestellnummer und Artikelnummer. Also beide Spalten bilden hier den Primärschlüssel. Bestellung und Artikel dürfen zusammen so in dieser Tabelle nicht noch einmal vorkommen. Dazu kommt die Spalte Anzahl, die, und da kann man das relativ gut sehen, gleichermaßen von der Bestellnummer als auch von der Artikelnummer abhängig ist. Wir benötigen also immer beide Informationen, also die Bestellnummer und die Artikelnummer zusammen, damit die Anzahl aussagekräftig ist. Das bedeutet, die Anzahl ist voll funktional abhängig zum gesamten Primärschlüssel. Wir haben also jede Spalte, die von einem Schlüsselkandidaten nicht voll funktional abhängig war in der vorigen Tabelle, in eine Untertabelle ausgelagert. Wir erinnern uns, wir hatten eigene Schlüsselkandidaten bzw. die Artikelnummer, Kundennummer und Bestellnummer in einer Tabelle und die haben wir jetzt in eigene Tabellen ausgelagert, was in der zweiten Normalform normal ist. Jetzt fragt ihr euch an einigen Stellen berechtigt, wie kommen wir auf die zweite Kundennummer, die zweite Artikelnummer und die zweite Bestellnummer? Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Schauen wir uns jetzt nochmal die Beziehung zwischen der Tabelle Kunde und der Tabelle Bestellung und der Beziehung zwischen der Tabelle Bestellung, Bestellung Artikel und Artikel und die Tabelle Bestellung Artikel an. Beginnen wir erstmal mit der Bestellung und dem Kunden und wir sehen, dass die Kundennummer in der Tabelle Bestellung auftaucht. Hier handelt es sich um eine Beziehung zwischen der Tabelle Kunde und der Tabelle Bestellung und zwar um eine 1:N Beziehung. Die 1 bedeutet in diesem Fall, dass jede Bestellung einen oder keinen Kunden haben kann. Und das N steht dafür, dass jeder Kunde keinen ein oder mehrere Bestellungen haben kann. Dies wird so aufgelöst in relationalen Datenbanken, dass der Primärschlüssel auf der Kundenseite als Fremdschlüssel in der Tabelle Bestellung fungiert. So kann jede Bestellnummer nur einmal auftauchen, da die Spalte Bestellnummer ja der Primärschlüssel ist und der Kunde kann so mehrfach auftauchen und kann mehrere Bestellungen haben. So lösen wir eine 1:N Beziehung in relationalen Datenbanken auf. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Beziehung und die ist ein bisschen komplizierter. Hier handelt es sich um eine N:N Beziehung. Wenn wir bei einer 1:N Beziehung, wie wir gerade gesehen haben, den Primärschlüssel als Fremdschlüssel in der anderen Tabelle übernehmen können, brauchen wir bei einer N:N Beziehung in jedem Fall eine neue Tabelle. Die N:N Beziehung sagt aus, dass ein Artikel mehrere Bestellungen haben kann und eine Bestellung mehrere Artikel. Hier müssen wir, wie schon erwähnt, eine neue Tabelle kreieren, indem wir auf einen zusammengesetzten Primärschlüssel aus Bestellung und Artikel zurückgreifen. Die Bestellung und der Artikel dürfen somit nur ein einziges Mal vorkommen. Aber ein Artikel kann in mehreren Bestellungen vorkommen und eine Bestellung kann mehrere Artikel enthalten. An dieser Stelle empfehle ich nochmal, das Thema Beziehungen in relationalen Datenbanken sich noch einmal anzuschauen. Das soll nicht Thema dieses Videos sein, ist allerdings Grundlage, um das Thema Normalisierung verstehen zu können. Und nun wieder zurück zu den Normalformen. Die Bedingung ist erfüllt, dass jedes Nichtschlüsselattribut voll funktional von allen Schlüsselattributen abhängig ist. Und damit haben wir unsere Ziele erreicht, dass sich all unsere Tabellen in der zweiten Normalform befinden. Last but not least kommt nun die dritte Normalform. Schauen wir uns zuerst einmal wieder die Regel an.
Eine Tabelle befindet sich genau dann in der dritten Normalform, wenn sie sich in der zweiten Normalform befindet und kein Nicht-Schlüsselattribut transitiv von einem Schlüsselkandidaten abhängt. Schauen wir uns hierzu erstmal den Begriff transitiv an einem Beispiel an. Aus A folgt B und aus B folgt C. Beispielsweise, wenn 3 kleiner als 5 ist und 5 kleiner als 8, ergibt sich transitiv, dass 3 auch kleiner als 8 ist. Das übertragen wir jetzt mal auf unsere Tabelle. Das Attribut Ort hängt von der Postleitzahl ab und erst dann vom Primärschlüssel. Die Nichtschlüsselattribute sind somit nicht voneinander unabhängig und das verstößt gegen die dritte Normalform. Die transitiv abhängige Spalte Ort wird also in eine weitere Untertabelle ausgelagert, da sie ja nicht direkt vom Schlüsselkandidaten abhängt, sondern nur indirekt. Also erstellen wir eine neue Tabelle Postleitzahl mit Ort und zack, wir sehen, wir haben jetzt ein Schema bzw. Tabellen, die sich in der dritten Normalform befinden. Das war mein Video zum Thema Normalisierung im Bereich Datenbanken bzw. im Bereich Datenbankdesign.